Hallo, ich bin Eva Meier. Ich habe eine Schreinerei und führe die jetzt in der 5. Generation. Wir sind aktuell 10 Leute und meine Mannschaft und ich haben richtig Lust, was zu bewegen und bauen deswegen komplett neu. Wir sind spezialisiert auf Kirchenbänke. Wir machen das super gerne und wie ich finde auch sehr gut. Aber alleine von Kirchenbänken können wir hier in der Region nicht mehr existieren und machen immer mehr auch privaten Möbelbau. Verkaufsprozess, früher typisch, Telefon klingelt, Kunde sagt, hey, ich möchte neue Badezimmermöbel. Dann war die typische Antwort, okay, ich komme vorbei. Und dann hat man es irgendwie reingequetscht, ist da vorbeigefahren, hat da 1-2 Stunden mit den Kunden geredet und im Endeffekt dann festgestellt, dass es vielleicht nicht der richtige Kunde für uns ist oder dass wir einfach zu dem Zeitpunkt, wo der Kunde das haben möchte, nicht die Kapazitäten haben, das auszuführen. Und das ist einfach oft passiert. Und jetzt über das Telefonskript sind wir einfach viel besser darin, vorher zu filtern, zu welchem Kunde fahre ich überhaupt raus. Und die Kunden, zu denen wir dann rausfahren, für die ist es natürlich viel angenehmer, weil ich auch mehr Zeit habe. Weil ich einfach schon weiß, hey, das ist wirklich ein potenzieller Kunde für uns. Und dann sind die Gespräche vor Ort einfach deutlich zielführender. Und es macht einfach mehr Spaß. Ja, klar. Ich habe super Jungs, die können echt klasse selbstständig arbeiten. Aber von unserer Seite aus hat die Struktur gefehlt, wie wir den Mitarbeitern den Prozess von einer Aufgabe zur nächsten erleichtern. Und das war halt bis jetzt immer so ein bisschen holprig, so, ja Chef, ich bin fertig, was soll ich jetzt machen? Und mit den neuen Strukturen schaffen wir es einfach, dass die Mitarbeiter selber wissen, okay, jetzt habe ich das gemacht, dann kommt das, dann kommt das. Und es läuft einfach runter. Also ich würde das Coaching auf jeden Fall weiterempfehlen, weil es richtig Spaß macht, weil es persönlich ist, weil man den Kontakt zu Sven hat und zum ganzen Team, weil es Mission Geiles Handwerk breit aufgestellt ist. Man kann alle Module so wählen, wie man sie selber braucht. Und für uns heißt das, wir haben ja mit Verkaufstraining angefangen und haben gemerkt, das ist so klasse, das hilft uns richtig weiter und haben die anderen Module ja sukzessive dazugenommen. Und jedes Modul ist einfach für sich klasse und 1:1 umsetzbar und es kommen ja auch immer neue dazu. Und das zeigt halt, dass es ein dynamisches Team ist, ein dynamisches Coaching und man wird auch gefragt, was wir uns wünschen und das wird auch eingesetzt. Also top.